Klassik-Rock-Radio. Wie man unschwer erkennen kann, sitze ich hier mit Kaiser Franz Josef auf dem Sofa. Ihr standet eben noch auf der Bühne. Wie war es denn so? Oh, fuck, geil. Komplett geil, wie man sich's vorstellt. Ja, Rock am Ring und Rock im Park spielen für eine junge Band ist natürlich ein Traum. Und den haben wir uns erfüllt. War jetzt das erste Mal bei Rock am Ring, oder? Ja, ja, genau so ist es. Ja. Und ihr wurdet ja auf die Mainstage quasi verschoben, ne? Ja, also ein Glücksfall sondergleichen. Eine glückliche Nachricht gestern Abend noch. Glückliche Nachricht gestern Abend noch. Wie habt ihr das jetzt alles mit dieser terroristischen Bedrohung mitbekommen? Ja, wir haben gestern noch irgendwie vor dem Schlafengehen haben wir noch davon gehört. Und ja, es ist unglaublich. Es ist auch eigentlich ein Wahnsinn, dass man sich, also man muss sich immer mehr Gedanken über solche Dinge machen. Und es ist echt schade. Und vor allem bei so großen Festivals. Und man weiß nie, was passiert heute Abend irgendwie. Vielleicht sprengt sich irgendjemand bei unserem Konzert in die Luft oder so. Und wie ist dann die Verantwortung? Und wer hat die Verantwortung? Und es ist eine schwierige Situation, aber es ist eine neue Bedrohung, auf die wir uns alle einstellen müssen anscheinend. Da hast du leider recht. Ja. Vielleicht erstmal kurz was zu eurer Entstehungsgeschichte für diejenigen, die euch jetzt noch nicht so gut kennen. Okay, wow, das ist umfassend. Ein paar knappen Worten, okay, ja gut. Irgendwann habe ich eine Band gegründet, wir haben dann eine andere Besetzung, die hat auch noch anders geheißen, aber es war ein Trio, Rock-Trio, und wir haben dann irgendwann vor uns Kaiser Franz Josef benannt und haben vor AC/DC als Support gespielt. Dann haben wir, dann sind beide irgendwann ausgestiegen, dann habe ich die beiden irgendwann kennengelernt und wir haben weitergemacht. Irgendwann haben wir ein geiles Management bekommen, bei Sony ein Deal und jetzt sind wir da. Hast du das alles schon so wirklich realisiert, was da gerade so abgeht? Nein, ich bin noch ein bisschen da oben irgendwo. Ich muss noch runterkommen. Das heißt, du bist aber auch mein einziger Ansprechpartner, wenn es um AC/DC geht, weil da muss ich natürlich nochmal nachhaken. Ja, okay, ja, das kann ich verstehen, das tun viele. Wie du siehst, sind wir von Classic Rock Radio, deshalb ist das natürlich ein großes Thema für uns. Ja, also erstmal noch im selben Jahr, ne? Noch im selben Jahr eurer Gründung als Support von AC/DC, richtig? Ja, das ist so ziemlich richtig, ja. Also ich dachte immer, dass solche Wunder eigentlich in unseren Zeiten nicht mehr passieren, dass sowas höchstens in den 70ern vielleicht durch einen glücklichen Zufall, wenn man irgendwie Jimmy Page an der Bar getroffen hat, dass sowas möglich war. Also in dem Fall jetzt eher Angus Young oder so, aber wie ist das dazu gekommen? Fuck, ich weiß selber nicht, das ist so arg. Wir haben eigentlich nur wir haben nichts gehabt dort. Wir haben nichts gehabt, wir haben irgendeine grüne Rockband, aber mit Attitude, die haben wir immer schon gehabt. Und wir haben Proberaumaufnahmen an AC/DC's Management geschickt und dann haben wir einen Gig gehabt und wir haben es nicht geglaubt, beziehungsweise die waren leider nicht dabei. Aber ich habe es nicht geglaubt, bis wir wirklich dorthin gefahren sind und dort gespielt haben und dort aufgebaut haben. Verdammt mutig. Ja, wir schicken dir einfach mal ein paar Demoaufnahmen. Ja. Aber es war uns wurscht, wir haben nichts zu verlieren. Saugeil, dass das geklappt hat auf jeden Fall. Ja, ja, wie war es denn so? Also, naja, ich stand dann zum ersten Mal vor wie vielen Leuten? Vor 80.000 Leuten. Also vorerst noch so ein Club-Gig gespielt mit, weiß ich nicht, 40 Leuten oder so. Und am nächsten Tag so 80.000 Leute und so Menschen mehr und alle gehen ab und du brauchst nur schreien. Das hat jetzt sicher übersteuert, es tut mir leid. Ja. Und die Leute zucken aus und das ist arg. Wow. Also hat aber auch vom Sound her halt einfach gut gepasst zu AC/DC, ne? Ja, offensichtlich, ja, so wahrscheinlich. Habt ihr sie auch getroffen? Also hast du Angus Young mal die Hand geschüttelt? Oder? Keine Chance. Da fahren alle mit ihrer eigenen Art Long Edition Limousine hinter in ihr eigenes Backstage-Zelt und ja. Schade eigentlich, weil hätte ja sein können, dass ihr dann nochmal auf Welttournee mit AC/DC geht oder so. Ja, ist schade. Aber weißt du, da kannst du nichts machen. Weißt du, die sind auch, das ist überhaupt kein Problem. Ich hab da nichts dagegen. Ich meine, die sind schon echt alt und echt lang im Geschäft. Und die wollen sich natürlich nicht irgendwelche Bands, Support-Bands anhören. Ist denen scheißegal, das kann ich verstehen. Das machen wir auch mal so später. Nein, aber ich meine, die haben genug anderen Scheiß zu tun. Ja, irgendwie. Okay. Haben genug andere Support-Acts gehört in ihrem Leben. Ja, okay. Habt ihr eigentlich schon geduscht jetzt nach dem Gig? Ihr riecht so nein, gut. Nein, wir haben das volle Aroma noch hier für dich. Das passt schon. Kommen wir endlich mal zu eurem neuesten Album. Es ist ja noch nicht mal draußen, kommt aber bald raus. Wann nochmal genau? Am 30. Juni. Ja, kannst du jetzt schon die Tage zählen eigentlich. Ja. Der Titel,
Make Rock Great Again. Klingt eigentlich ein bisschen wie aus den 80ern von so einer bisschen posermäßigen Hair-Metal-Band, die sagt, Make Rock Great Again, we got the balls. Aber vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was zu dem Titel beschreiben. Ich frage einfach mal dich, du bist ja jetzt auch dabei. Ja, der Titel ist irgendwie bei einer Busfahrt entstanden. Wir verbringen sehr viel Zeit im Bus, wenn man herumreist zu Gigs, entweder Österreich oder Deutschland, wo auch immer es uns hin verschlägt. Und ja, wir haben einen Titel gebraucht und ich glaube, das war Shams Idee. Irgendwie nur so mit so einem Hashtag Make Rock Great Again, hahaha. Und dann, okay, ja, eigentlich wäre das irgendwie ein geiler Albumtitel. Und da war das mit dem Trump-Idioten noch so aktuell, ist es auch immer noch. Und mit dem Titel haben wir so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und der Gedanke dahinter ist irgendwie, weil das Album ist sehr roh und ist halt so richtig in die Fresse. Und wir wollen das halt so ein bisschen mehr etablieren in der heutigen Popularmusik, weil man immer wieder Bands vorgesetzt bekommt als Rock-Acts oder so. Und das sind halt Pop-Acts. Ne? Fallen dir da ein paar Namen ein? Willst du ein paar Namen nennen? Oder, oder bringe ich dich da jetzt in eine prekäre Lage? Ich kann keinen Shitstorm auslösen irgendwie, aber... Okay. Ich sag keine Namen. Lass es. Ich sehe, du hast dich auch verletzt auf der Bühne, ja, jetzt gerade passiert. Ja, ziemlich Metal, oder? Hardcore, also, Mann. Ja, kann passieren. Also. Okay. Also du meinst, bei dem Titel steckt auch ein bisschen mehr dahinter, ne? Also es hat auch ein bisschen was mit eurer Philosophie zu tun, ne? Das ist eine fucking Mission. Also ja, es ist eine Mission. Wir wollen Rock wieder geil machen und salonfähig. Okay. Euer erstes Album ist in Österreich gleich in die Top 10 der Albumcharts gestiegen. Die nächste Platte wird es wahrscheinlich toppen, ne? Und hoffentlich auch in Deutschland dann mal in den Charts einsteigen. Wie sieht es denn so mit eurer Fanbase in Deutschland aus? Ne, wir sind gerade dabei, eine Fanbase aufzubauen. Also wir würden halt gerne einfach unsere Musik mal in Deutschland vorstellen und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin da sehr guter Dinge auf jeden Fall. Kommen wir mal zu euren Vorbildern und Idolen. Black Sabbath habe ich gesehen, Queens of the Stone Age. Gibt es noch wen zu nennen? Ja, du, alles, was wir geil finden, was wir gerne hören. Ja, Foo Fighters, System of a Down, Audio Slave, Soundgarden, Led Zeppelin, Deep Purple, alles. Irgendwie. Schon sehr Classic-Rock-lastig auf jeden Fall. Ja. Ja. Also zeitgenössisch und oldschool und alles dazwischen und... Royal Blood. Ihr passt ja bei uns auch perfekt ins Programm. Ihr lauft ja auch mit der aktuellen Single bei uns schon hoch und runter. Ja, die passt super rein. Soundgarden hast du jetzt gerade auch genannt. Wie habt ihr so auf den Tod von Soundgarden-Sänger Chris Cornell reagiert? Euch die ersten beiden Soundgarden-Alben 2 Nächte lang reingezogen und eine Flasche Whisky vernichtet? Oder? Es war wirklich schlimm treffend. Ich habe es nicht, also normalerweise, ja, ich meine, möchte nicht sagen, aber es ist mir eigentlich normalerweise wurscht, wenn ein Celebrity stirbt. Das ist halt einfach, wir sterben alle irgendwann, ja. Aber, ja, passiert halt mal. Aber beim Chris Cornell war es irgendwie, es hat irgendein... Kalt gelassen? Nein, überhaupt nicht. Es hat jetzt einen Facebook-Post gegeben, der das gut ausgedrückt hat. Es ist deswegen, weil diese Stimme und diese Lyrics und die Songs durch verschiedene Zeiten begleiten und man eine Verbindung zu der Person aufbaut, die singt. Und wenn die dann einfach geht, ist es einfach wie, als wenn ein Teil von dir auch geht. System of a Down habt ihr jetzt eben auch genannt. Werdet ihr euch die dann heute Abend noch reinziehen? Ja, wir haben sie sogar noch beim Soundcheck, also quasi nicht sie selber, aber beim Soundcheck haben wir die ganze Bühnengestaltung mitbekommen. Auf jeden Fall, na sicher. Also will ich mir schon anschauen. Also ihr habt jetzt nicht eilig, ihr fahrt jetzt nicht... And shorts and everything. Also es geht nicht direkt für euch zurück nach Wien jetzt? Nicht jetzt direkt, aber wahrscheinlich noch in der Nacht, aber nach dem letzten Act. Also wir werden das da jetzt sicher... Wir sind das erste Mal Rock am Ring und wir waren das erste Mal Rock im Park und das ist alles unvorstellbar. Also das ist ein Lebenstraum, nach dem anderen wird da abgehakt gerade. Also wir bleiben bis zum Schluss, ja. Und dann entweder pennen wir hier noch im Camper oder wir fahren wieder nach Hause. Was steht sonst noch an Festivals oder an Konzerten an in nächster Zeit? Okay, mal Österreich so ein bisschen, Nova Rock, Pop Festival, Wien. Wacken. Das ist halt.
What the Holy fuck? Ja. Halt ja, was ist da los eigentlich? Was ist da los? Das frage ich mich auch. Wie kann das sein? Was ist das? Ich weiß nicht. Ihr habt halt einen scheiße geilen Sound und ihr klingt halt nicht so, als wärt ihr gerade erst ins Leben gerufen worden. Also ich meine, ist ja jetzt auch schon ein bisschen was, ein bisschen Zeit ins Land gezogen, aber ihr habt halt einfach einen stimmigen Sound. Ich glaube, ihr vereint eben auch jüngere und auch ältere Fans. Ne? Ihr bedient irgendwie alle. Ja, das ist auch irgendwie so unser Ziel. Wir geben den Jungen, was sie nie hatten, und den Alten, was sie kannten. Oder da so ist ähnlich. Noch quasi eine Lücke in dieser Zeit jetzt zum Glück entstanden. Okay. Nochmal zu eurem kommenden Album. Ende diesen Monats kommt raus. Wie läuft es um Songwriting? Bist du da so der führende Kopf oder darf da jeder seinen Senf dazugeben? Ja, es ist Senf. Senf. Senfparty. Ja, Senfparty, genau, so ist es. Ja, ja. Süßer Senf, ein bisschen scharfer Senf. Okay. Was die Produktion angeht, wolltet ihr es ja ganz bewusst rau und eher simpel halten. Ihr habt euch jetzt kein super Hightech High-End-Studio für 50 Millionen Dollar geleistet, sondern ihr habt das anders gemacht, auf eure Art und Weise. Wie denn? Ja, das ist eine super. Ja, das ist geil, weil ich hätte es fast vergessen zu erwähnen, aber wir haben unser Album in unserem Proberaum aufgenommen. Wir haben verschiedene Studios ausprobiert und waren nie glücklich irgendwie mit dem, was da so rauskommt. Es war immer so, ja, das war so rund, hat gar keine Kanten gehabt und eigentlich ist die Demos, die wir dann aufgenommen haben im Proberaum, waren einfach immer geil und haben immer super gelungen. Und dann haben wir gedacht, okay, scheiß drauf, jetzt bringen wir uns selber das Aufnehmen bei und nehmen das in unserem Proberaum auf. Und dann haben wir noch den Alex Beitzger kennengelernt, der uns mit dem Sound Engineering geholfen hat und uns produziert hat. Und ja, und das Endergebnis macht uns alle sehr glücklich. Muss man dazu sagen, der war auch so abenteuerlustig und hat das dann wirklich auch alles mit uns durchgezogen. Ja. Ist auch nicht selbstverständlich. Es klingt, wie es klingen soll, finde ich. Genau. Ihr seid durch und durch zufrieden. Okay, vielleicht reden wir noch ein bisschen über eure Ziele. Also ich meine, für so eine junge Band wie euch ist das jetzt gerade irgendwie, ihr seid auf dem Stairway to Heaven, kann man sagen. Nee, das ist ja für euch alle irgendwie schwer zu fassen, wahrscheinlich, was da gerade passiert. Aber jetzt allgemein, wie geht es euch so damit? Album kommt bald raus. Ja, ich meine, das ist das, was wir immer erzielen wollten. Irgendwie. Ja, Album kommt raus und die Leute finden es geil. Und ich meine, ein paar Responses gibt es schon und das ist super. Das ist perfekt. Wie ist es so für eure Familien und Freunde, dass ihr jetzt auf einmal Rockstars werdet und auch nicht mehr immer verfügbar seid? Ja, sorry, da sind wir auf dem Festival. Oh, da sind wir bei Wacken. Oh nee, sorry, keine Zeit für dich. Ja, du, man muss sich halt immer irgendwie Zeit nehmen für die Leute, für die man sich Zeit nehmen will. Aber ich glaube, ich meine, wir waren ja in Österreich auch schon ein bisschen, da gab es schon ein bisschen, hatten wir uns gekannt. Deswegen ist jetzt nicht so eine große Änderung, außer dass man halt, ja, also die Freunde sind eh schon weg, weil wir keine Zeit haben. Scheiße, ich will doch kein Rockstar werden. Okay, gut. Man muss nur dazu sagen, als Musiker generell investiert man gern viel Zeit auch in die Musik selber und das ist halt, ja, damit muss man ja auch leben irgendwie. Aber was eure Besetzung so angeht, also ich habe das Gefühl, ihr werdet da jetzt nicht so schnell was dran ändern, hoffentlich, oder? Ich hoffe nicht, ne? Ihr funktioniert gut so zusammen, ja? Okay, gut, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal, Ladies and Gentlemen, Kaiser Franz Josef, auf jeden Fall Ende des Monats, Ende Juni, ihr neues Album Make Rock Great Again auschecken. Wollt ihr noch irgendwas sagen, ein paar letzte Worte? Make Rock Great Again. Alright, also ihr seid auch jederzeit im Saarland natürlich sehr willkommen, wenn ihr uns mal im Studio besuchen wollt, schaut mal im Saarland vorbei, ja, würden wir uns freuen. Machen wir sehr gerne. Alles klar. Okay, Dankeschön. Classic Rock Radio.